Heruntergekommene Wohngebäude. Stromleitungen hängen an den Hauswänden und über den Straßen. Keine Bäume und auch keine Blumen an den Fenstern. Keine Geschäfte mit modischen Auslagen in den Schaufenstern. Die ganz in Schwarz gekleideten Männer mit den ebenfalls schwarzen Hüten, die wenigen mit Kopftüchern bedeckten Frauen, die schnell am Besucher vorbeihuschen und eine Menge Kinder, die die Fremden fast schon feindselig betrachten, machen deutlich, wo man ist. Im Jerusalemer Viertel Mea Shearim, außerhalb der Altstadt, leben ausschließlich ultraorthodoxe Juden. Ende des 19. Jahrhunderts entwarf der deutsche Architekt Konrad Schick dieses Viertel. Es sollte Wohnraum für religiöse Juden schaffen, die nicht mehr in den engen Lebensverhältnissen der Altstadt wohnen wollten. Heute ist Mea Shearim ein von der übrigen Stadt isoliertes Viertel, in dem fast nur Jiddisch gesprochen wird. Hier wohnen orthodoxe Gemeinschaften, die sich streng an die Religionsgesetze halten. Diese Juden leben in Häusern, die, weil immer wieder aus- und umgebaut, um für die großen Familien Platz zu schaffen, fast schon menschenunwürdig seien, meint Thoma Moskowitz. Wir treffen den Architekten und Bauunternehmer in seinem modernen und lichtdurchfluteten Büro in der Lilienblumstraße in Tel Aviv. Hier hat das Unternehmen Mishab seinen Sitz. Mishab baute hunderte von Wohngebäuden für jüdische orthodoxe Mitbürger. Die sehen aber ganz anders aus als die Gebäude in Mea Shearim. Das ist ein vollkommen veraltetes Konzept orthodoxen Wohnens. Wir beweisen, dass es auch anders geht, dass modernes Design, moderne Technik und die religiösen Verhaltensregeln zusammenfinden können. Beim sogenannten koscheren Wohnen kommen ganz bestimmte gemeinschafts- und technische Bedürfnisse zusammen. Mishab ist nicht irgendein israelisches Bauunternehmen. Es entstand aus einer 1938 in Tel Aviv gegründeten Firma, die Wohnraum für gläubige und gleichzeitig zionistisch inspirierte Arbeiter errichtete. Noch heute sind die Kunden von Mishab vor allem religiöse Israelis. Sie sind aber nicht mehr unbedingt Arbeiter. Um sich eine der schicken Wohnungen des Unternehmens leisten zu können, muss man schon mindestens zur mittleren Gehaltsklasse der israelischen Gesellschaft gehören. Thoma Moskowitz. Bei allen unseren Entwürfen müssen wir zunächst das Sukkot-Problem lösen. Sukkot ist das Laubhüttenfest, das 7 Tage dauert. Dieses Fest in freistehenden Häusern zu feiern, ist ein Kinderspiel. Aber wenn Sie, wie hier, ein Hochhaus mit 25 Stockwerken planen, wird es ein Problem geben. Bei diesem Hochhaus hier haben wir dieses Problem ganz geschickt gelöst. Die einzelnen Balkone der Wohnungen sind versetzt an den Fassaden angebracht worden, von links nach rechts. So verfügt jeder einzelne Balkon über einen Bereich, der unbedeckt ist, der den Blick zum Himmel freigibt, Bauunternehmer Moskowitz. So we have 80 centimeters in every stair. Jeweils 80 mal 80 Zentimeter. Platz genug, damit dort die Männer der Familie, wenn auch eng beieinander, Platz finden. Denn nach den Vorschriften für das Laubhüttenfest müssen sie unter freiem Himmel sitzen. Das ist bei diesem Entwurf auch in einem Hochhaus möglich. Hier ist Platz für 4 Personen. In Israel leben rund 20% ultraorthodoxe Juden. Circa 40% aller Israelis bezeichnen sich als gläubige Juden und sind als solche in der Regel nur durch eine Kippe auf dem Kopf zu erkennen. Die meisten dieser praktizierenden Juden wohnen oder möchten in Gebäuden wohnen, wie sie das Unternehmen Mishab baut. In Wohnungen, die den religiösen Vorschriften folgen, aber gleichzeitig auch modern, groß, hell sind und den letzten technologischen Standards entsprechen. Entwirft das Unternehmen von Thoma Moskowitz Häuser mit extra großen Wohnzimmern, um Raum für die religiös inspirierten Familientreffen zu bieten. Mit Küchen, in denen sich 2 Spülbecken befinden, eines für Milch und eines für Fleischprodukte. Neben den Waschbecken in den Badezimmern verfügen diese Wohnungen auch über extra Waschbecken, weil der Vorgang des Händewaschens den strengen Halacha-Regeln zufolge räumlich von jenem Ort getrennt sein soll, in dem man zur Toilette geht. Darüber hinaus verfügen diese Neubauten für religiöse Juden über schabbattaugliche Technologien.
Mit einem raffiniert eingebauten, vollautomatischen Timersystem schalten sich am Schabbat das Licht und elektrische Geräte von selbst an. Und die Aufzüge halten in jeder Etage, sodass man sie nicht selbst betätigen muss. Thomas Moskowitz. Das sind also ganz normale Wohnungen, mit allen normalen Annehmlichkeiten, wie einer Klimaanlage zum Beispiel. Mithilfe von Timern brauchen wir keines dieser Geräte von Hand einzuschalten. Sie funktionieren von allein. Nur unsere Telefone und die Laptops, die benutzen wir überhaupt nicht. Schabbat ist ein ganz ruhiger Tag. Alle Menschen sollten in den Genuss eines solchen Tages kommen. I recommend everybody to have one day, which is not part of the week.